Ja, liebe Leute, wusstet ihr, dass das Wort dezimieren von einer Strafe der römischen Armee abgeleitet wurde, bei denen jeder 10. Soldat getötet wurde? Ja, mit diesem etwas krassen Fun-Fact, den ich nicht wusste vorher, melde ich mich hier auch vom Ortsausgang Troisdorf, eine Ecke, wo ich eigentlich recht selten mit dem Motorrad unterwegs bin. Und auch endlich mal wieder von der H2. Von der H2. Stellt euch vor, ich konnte sie mal reaktivieren. Wir haben es jetzt echt Mitte Mai. Eigentlich wäre ich jetzt in Thüringen. Aber tatsächlich ist es das erste Mal seit über 10 Jahren, dass die alljährliche Herrentags-Motorradtour ausfallen musste. Wobei eher aufgehoben. Ja? Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. So, ist nicht aufgehoben. Also wir werden es sicherlich irgendwie nachholen. Ich weiß noch nicht genau wann. Und ja, unabhängig. Ach, hier sieht es schon wieder aus. Ja, mein letztes Video oder eins meiner letzten Videos, ne? Der Wald. Egal. Unabhängig vom Big C und seinen Unannehmlichkeiten, die dies Jahr die Tour vermasselt haben, bin ich darüber so halb dankbar, weil, auch wenn man es hier heute nicht glaubt bei dem Wetter, die nächsten Tage sind nur Regen angesagt. Also ich weiß nicht, was ich verbrochen habe. Aber heute 20 Grad und Sonnenschein hier nochmal, zumindest vormittags. Deshalb habe ich auch mal wieder das Baby reaktiviert. Jetzt Mitte Mai, ist ziemlich lang her. Und bin auf dem Weg sozusagen zu einer Mikro-Herrentagstour, ja? Oder Himmelfahrtstour. Ich bin nämlich hier gerade auf dem Weg, mich mit Jan zu treffen. Hier linksseitig ist das Gelände des Flughafens Köln-Bonn. Wir haben uns da so einen Plane-Spotter-Platz rausgesucht, wo wir uns mal treffen wollten. Das ist so halbe Strecke für ihn und für mich. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich es finde auf Anhieb. Wir werden sehen. Und haben halt beschlossen, okay, bei dem Wetter heute machen wir auf jeden Fall bis 14, 15 Uhr eine kleine Runde, damit wir rausgekommen sind zum Herrentag und zumindest die letzten Sonnenstrahlen des Frühlings genießen konnten. Ja, also wirklich, bei uns sieht der Wetterbericht so bescheiden aus die nächsten Tage, dass ich mir dachte, okay, ich muss das jetzt nutzen. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich hier genau lang muss, ehrlicherweise. Ich muss irgendwann nach links, das weiß ich. Oh, ich liebe diese Panzerplattenstraßen, ey. Also das hier ist ehemaliges Militärgelände. Die sind auch bewusst so ausgelegt, dass hier die 60-Tonnen-Panzer langfahren können. Aber dementsprechend robust sind die Betonplatten auch. Ja, also ich muss hier irgendwo mal vor irgendwie Ackerath oder so, muss ich linksseitig weg. Und dann, ja, den Spot, denke ich, sehe ich relativ gut, weil da die Straße extrem nah an der Landebahn vorbeiführt. Und ja, hoffe ich, dass ich da irgendwie den Jan entdecke. Da kann ich noch einen kleinen Funfact reinschmeißen, fällt mir an der Stelle ein. Wusstet ihr, dass der Flughafen Köln-Bonn einer von nur, naja, von einer sehr überschaubaren Anzahl an Flughäfen weltweit war oder ist, nee, eigentlich er war, die für die Landungen des Space Shuttles ausgelegt waren? Ja, ja, ja. Also die mussten halt so grob verteilt werden, ne? Wenn die Mission hatten, war es halt wichtig, überall auf der Welt sozusagen mal landen zu können. Und der Flughafen Köln-Bonn war einer dieser besagten Ausweichlandeplätze. Wobei natürlich immer Ziel war, in den USA zu landen, aber konnte ja mal vorkommen, ne? So, und ich muss jetzt auf jeden Fall hier so einen kleinen Spot suchen. Also irgendwo linksseitig muss es dann sehr nah
oder muss die Startbahn zu sehen sein und dann rechtzeitig müsste ich eigentlich halten können, hoffe ich. Ja, mal schauen. Ich vermute, ich bin zuerst da. Wenn wir ein paar schöne Fotos an diesem Spot machen können, werde ich euch die natürlich einblenden. So, jetzt am besten, weil das Video wird ja ein bisschen kürzer. Ansonsten, ja, was gibt es Neues zu berichten? Nicht viel, außer die Hand hast du viel aus. Also, ich habe, obwohl doch so ein paar Kleinigkeiten habe ich tatsächlich zu berichten bezüglich Motorrädern. Also, ich habe endlich, ja, nach elendlanger Suche für meine Street Fighter eine Sozius-Abdeckung gefunden. Also, ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, was das für ein Akt ist, wenn man etwas seltenere Farben hat, die auch nicht sich so viel verkauft haben, der Hersteller mit der Farbanmischung, Farbcode so ein bisschen sparsam umgeht. Also, aber ich bin jetzt fündig geworden. Ich habe eine Abdeckung in Weiß gefunden und ich habe einen Anbieter gefunden, der den Lack tatsächlich anbietet. Ein einziger. Ja, insofern bin ich da jetzt auch schon mit einem Lackierer in Rücksprache. Ja, hier stehen so viele, ist es das? Ich weiß es nicht. Bin ich da mit einem Lackierer in Rücksprache, der mir das dann schön lackieren wird, so dass ich endlich eine Sozius-Abdeckung habe. Ach, ich glaube, hier ist er. Ja, und da gehen zwar auch ein paar Euro ins Land sozusagen, aber das war es mir wert, weil das sieht einfach cool aus. Ja. Wollte ich sozusagen haben. Ich wollte es haben. Und ansonsten bin ich jetzt immer so ein bisschen noch am gucken, so ein paar Teile für die VFR, die so ein paar altersbedingte Gebrauchsspuren haben, ja, mir neu zu besorgen. Aber auch da ist so ein bisschen das Problem. Na, ich habe es befürchtet, hier kann man nicht anhalten, verdammt. Na egal, suche ich was, doch da vorne. So, das ist so ein bisschen das Problem, dass das halt Teile sind, die bei vielen Leuten kaputt gehen, um es mal so simpel auszudrücken. Also zum Beispiel gibt es hinten so ein Abdeckungsteil unter dem Hecksitzplatz. Warte, ich kann es euch hier in der H2 mal zeigen. Steht die hier gut? Oh. Also bei der VFR hier unten, und es hat in der ersten Generation einfach Spannungsrisse, ne? Also da findet man kaum Ganze und dementsprechend begehrt sind die alten. Und dann habe ich auf der anderen Seite bei der VFR hier noch so ein Abdeckungsteil, das will ich mir auch noch ich habe das mal in der vollen Pracht, die will ich mir auch noch eins besorgen, aber die sind auch, also 175 bisher das günstigste, was ich gesehen habe. Naja, so ist das. Insofern stöber ich immer noch ein bisschen bei eBay Kleinanzeigen. Wenn ihr da was seht, könnt ihr mich auch mal anschreiben oder Teile zufällig habt. Ich glaube es aber nicht. Und ansonsten warte ich jetzt hier auf den Jan. Da hinten sind auch andere. Und wir machen heute eine kleine Ausfahrt. Kommentar, Like und Abo würden mich sowieso immer freuen. Das war jetzt eigentlich nur so ein kleines Palaver-Video, ne? Und Update, dass die Herrentagstour, dass es dieses Jahr kein Herrentagstour-Videos gibt. Zumindest nicht klassische. Aber wie gesagt, es ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ich hoffe dann auf spätestens nächstes Jahr, aber vielleicht machen wir dieses Jahr auch nochmal so eine verlängerte Wochenendtour als Ersatz. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr natürlich den Frühling genießt, ja. Vielleicht habt ihr auch heute so ein Wetter gehabt. Raus aufs Bike. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Viele Grüße, Stefan vom Talk Club.